Auto geiles Test, Bratanz. Mein Name ist Slavik Junge und ich werde euch heute die neue S-Klasse zeigen. Macht's euch gemütlich auf dem Sofa, nehmt euch ein bisschen was zu essen und vergisst nicht das Klopapier zum Jaxen! Ha! Rattan Production Presents Auto-Waschtest, Test auf die Fahrschultauglichkeit mit einem Shisha-Bar-Effekt, den Liegetest, Airbag-Test, Familientest. Fuck you. Dabei komm, tanz mal ein bisschen, bisschen. Chill mit Politikern im Bundestag. Fick deine Freundin am Jahrestag. Ich bin der Bratan, den jeder mag. Sie will die Brüste vergrößert, bin Oberarzt. Arbeitsamtermin verschoben. Ich seh gar nichts. Ich schreibe Strophen, Slavik Beethoven. Fühlt sich das dann an? Wie Brat. Job hat. Es lag ja auch nicht an dir, sondern an den Fahrlehrern. Oh Gott. Seid ihr bereit? Ja! Seid ihr bereit? Ja! Seid ihr bereit? Ja! Alles gut? Ja. Hä? Was tust du, Weg? Was los? Da ist Koffer und so. Willst du mit uns verreisen? Ich will mit euch kurz gucken, wie wir aussehen, damit ich weiß, wie ich meinen Bauch einziehe und wie ich meine Brüste rausmache. Sieht man fett oder was? Oh, hier ist viel Platz. Habt ihr gleich einen Anzug gleich? Ja. Warum habt ihr gleich einen Anzug? Sieht doch gut aus, oder? Ist gut, ja. Wo habt ihr? Bazar? Ja, von Türkei 5 Euro. Schwör. Nein. Aber warum macht ihr Pärchen noch? Weil wir Pärchen sind. Wir sind doch letzten. Lava? Komm, zeigt Schere jetzt. Schere? Ja. Schere machen wir abends im Bett. Macht ihr? Ey, läuft das Interview schon? Ja, scheiße! Schneid das nicht rein. Was denn? Dass ihr Schere macht? Jetzt warte, nein. Nimmt er das gerade auf? Ey, OMW, on my way to you. Good at what I do. Karoche, kommen wir jetzt zum nächsten Test auf die Fahrschultauglichkeit. Da haben wir einen Gast, Faye, dabei. Faye, hast du schon einen Führerschein? Nein. Ja, perfekt, super. Du bist schon mal gefahren, ja? Ich habe eine Landstraße. Wie viele Rehe hast du dabei überfahren? So 5. Herzlichen Glückwunsch, jawohl. Fahrschullehrer Slavik Junge erklärt dir, warum du schlecht gefahren bist. Weil mit so Schuhen bleibt, kannst du vielleicht im Club den Dicken machen, aber nicht ordentlich Auto fahren. Also, Alter, das sind Jordans. Dabei, das sind russische Jordans. Größe 44, du hast? 37. Perfekt, super. Passt doch perfekt. Ich habe keine Kontrolle über meine Füße. Echt? Das ist einfach das Gefühl. Du kriegst bald das Gefühl rein, ja? Ja, okay. Okay, komm. Kurz posen, Kamera schießen. OMW. Karoche, kommen wir zum Auto-Waschtest. Check mal das ab. Abperleffekt, Junge, bleibt. So perlt auch jedes Auge ab. Maschallah. Das ist nicht nur der Abperleffekt, damit dein Auto sauber bleibt, sondern Abperleffekt auch gegen Auge, Bratan. Dankeschön, KWM Detailing bleibt. Die machen euch in Berlin die Anti-Augen-Politur. Und jetzt viel Spaß. Aufstart sein Nacken. Aufstart sein Nacken. Aufstart sein Nacken. Woher das Geld, wenn der Bratan keinen Job hat? Also als erstes, was würdet ihr tun, wenn ihr einen Tag ein Mann wärt? Wir würden Berlin auseinandernehmen. Ja. Wie auseinandernehmen? Ich würde als allererstes Artemis gehen. Was ist das? Grieche oder was? Ja, natürlich. Ich würde erstmal richtig schöne Fleischteller essen. Und du würdest auch auseinandernehmen? Ja. Ja? Also bumsen, ja? Mit oder ohne? Mit. Ohne. Mit. Mit oder ohne? Mit. Wie findet ihr das Auto? Schön. Sexy. Geil, oder? Ja. Platz auf jeden Fall. Man kann die Sitze noch nach hinten machen. Und wofür ist das? Zum Schlafen. Ja, das ist sehr gut. Wie bitte? Ich habe die Pose verraten. Welche Pose? Sie sich hinsetzen will. Ganz spannend. Ihr könnt auch einfach euch ausziehen. Wenn das für euch okay ist. Füße, Füße, Füße. So. Direkt durchgefallen gleich. Scheiße, Mann. Ich weiß ja nicht mal mehr, was Gas und was Bremse war. Belehrt. Als erstes stellst du richtig den Sitz ein. Ich zeig dir jetzt, wie man richtig sitzt. Okay. Guck mich an. Was machen wir als nächstes? Frage. Eine Hand am Lenkrad oben. Richtig. Und jetzt Fenster auf. Rechts machst du das Fenster auf, wenn du Mädchen anbaggern willst. Hey, Puppe! Genau. Linke Hand. Komplett rauslehnen. Slavik Junges Vorbild. Ja, so sieht's doch schon besser aus. Nur System bleiben. Oh, jetzt kommt schon Polizei. Jobt doch mal. Wenn die mich hier sehen, ich bin tot.
Junge, ich bin tot, bleib. Rutsch weiter runter, rutsch schnell weiter runter. Tiefer, ja. Sehr gut, ja. Was machst du? Tiefer, tiefer, tiefer. Tiefer. Ich bin nicht hier. Wir kommen zum Familientest. Familientest bestanden. Du Hurensohn. Und die Designer von der neuen S-Klasse, Bratan, die waren intelligent, weil die haben das Auto mit einem Shisha-Bar-Effekt ausgestattet. Das, wie du ganz leicht die Dilara beeindrucken kannst. Wir haben 21 Grad. Und was passiert, wenn ich kühler mache? Und welche Farbe nimmt es an, wenn ich hochdrücke? Dann bei Job, was für Violett bleibt? Rot! Shisha-Bar-Effekt, Bratan. Schminktest. Holt euer Dings raus, komm. Uff, warum leuchtet das? Weil da ein Spiegelloch dran ist, damit du es nachts oder abends auch siehst. Okay, wer schminkt sich besser? 3, 2, 1, los. Sabik, ich bin der Sohn am iPad. Warum? Ja, gleich schlucken die das Ding, Alter. Schminktest! Bestanden! Was machen wir als nächstes, Faye? Spiegel einstellen. Was muss ich denn sehen? Mich? Junge, wie schnell lernt die? Ja. Guck mal, wie ich untergehe hier. Hallo, wie lange soll ich noch warten? Hier, bleibt die macht Spiegel. Wie ist der jetzt? Richtig peinlich, Alter. Schneiden wir raus, ey. Ich sehe schon, ganz TikTok voll bleibt. Oben um den Spiegel geht es. Wenn du Mädchen auf der Rückbank hast, dann stellst du ein, dass du die siehst. Verstehst du? Und dann kannst du so zuzwinkern und so von vorne. Du weißt schon, was ich meine. Du wirst den Spiegel abreißen bleibt, Alter. Rechten Arm und Lenkrad. Rausrotzen. Schön Auto angerotzt, sich selber angerotzt. Nicht schlimm. Gut, komm, zeig einmal Fuck you in die Kamera, damit alle wissen. Huren, wenn du jetzt in deiner Hut bist, an der Ampel steht Ali und will mit dir Rennen machen. Oh. Wie zeigst du dem, dass du den größeren Jada kannst? Indem ich schneller anfahre als er. Du musst den Kampf mit der Körpersprache gewinnen. Oh, okay. Na, so Arm raus, dachte ich. Das ist gut. Und als nächstes Fuß noch raus. Nein, verarsch mich jetzt nicht. Ist so. Wie soll ich denn fahren? Weißt du, ich crash dein ganzes Auto. Geht schon, komm. Jawohl, schön. Der Arm ist auch noch draußen? Ja, ist alles sehr draußen. Der andere Arm am Lenkrad, ja? Du bist auf Parke. Drück mal ganz langsam auf Gas. Okay. Wow. Ja. So, und jetzt drückst du dabei und guckst ihn an. Der ist rechts von dir. Fuck you, fuck you. Nochmal. Sehr gut. Und jetzt musst du ganz schnell Gas geben und drückst aufs Gas. Jawohl. Das hört sich sexy an. Ist gut, ne? Ja. Fahr mal schneller! Zucker belehrt, Jobane! Ja, du! Guck jetzt so! Mein Mäuschen. Du Hurensohn, bevor ich dich wegficke, du Arschloch! Mensch, gib das Mama jetzt hier. Die Schnauze voll mit dir. Ganz aus, die Joba nicht belehrt! Zucker belehrt! Und da war Joba! Zucker belehrt hat genießt, nur kann ich jetzt spagat dein Erdbeastel! Ich steck dich gleich zurück, belehrt zu der Mutter, du kleiner Hurensohn, ey!
Die Mercedes S-Klasse ist mit vielen Airbags ausgestattet. Deshalb zählt sie zu dem sichersten Fahrzeug, was es momentan auf dem Markt gibt. Wir kommen zum Airbag-Test. Positive bitches, motherfucker! Guck mal, Mama hat hier was für dich. Hm? Ja, so ist fein. Na Mensch, geht doch mit dir. Airbag-Test bestanden. Ich bin Slavik Donutter, nicht Mike Singer. Business Class Sitz nach Dubai. Fick Lehrerin, dann Slavik jetzt schulfrei. Deutschrap bleibt ein Faschingsverein. Eure Interviews im Netz könnten Blockbuster sein. Überall mein Gesicht plakatiert, habe Film und TV wegrasiert. Hier, du weißt, was passiert. Wird die Klicks zu Kelp. Ja, ich bleib ich selbst. Junge, besser als mein Wohnzimmer, seht ihr das? Da vorne ist der Bildschirm. Und damit ich nicht den Bildschirm wie ein Lauch, habe ich hier, ich drücke hier drauf mit meinen starken Finger. Kujak. Geht an, Blatt. Und jetzt kann ich hiermit, verstehst du? Damit man wie ein Chef ist, Junge. Der Babo, Blatt, der sitzt hier auf entspannt. Junge, schon mal sowas gesehen, Dicker. Nicht Dr. Brebitz, sondern Mercedes-Benz-Kopfhörer. Die sind sogar mit Schallding. Sag mal was. Hört man nix. Ha! Ja? Und jetzt macht sich Slavik. Slavik auf Staatstag? Nein. Oder vielleicht gehe ich auf eine Seite und wähle die ein oder andere Kategorie. Fickt jetzt. Zoom mal auf diesen Bildschirm. Navigation, zack. Alter Junge, das wird sogar dreidimensional. Hier, Brandenburger Tor. Dann gehe ich hier weiter. Und da stehen wir nämlich. Jobt, wo ihr meint, es geht noch näher. So einen Halbsteifen kriege ich davon schon. Liegetest bestanden. Ihr bewertet jetzt, wie gut der Sound in dem Auto ist. Kannst du links mir Hotspot geben? Ich habe letztes Geld bleibt für dieses Auto ausgegeben, nicht mal Internet. Warum ist er nicht verbunden, Blatt? Zucker, Blatt, funktioniert nichts, Alter. Ein scheiß Auto. Soll ich dir machen? Ja. Was machen? Soll ich das mit dem Bluetooth verbinden? So. Seid ihr bereit? Die Arbeit. Ich höre euch nicht. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Aufstatt sein Nacken. Business Hartz IV Platten auf Volltag. Aufstatt sein Nacken. Aufstatt sein Nacken. Aufstatt sein Nacken. Das ist der 4D-Sound. Auf jeden Fall habe ich es richtig gemerkt. Hinten man merkt den Bass. Der Bass macht die Massage hier im Auto. Ja. Wir haben eingebaut, dass die Sitze massagieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich spüre es auf jeden Fall. Merkt ihr das, ja? Ich spüre das auf jeden Fall. Pervers. Sag mal ganz ehrlich, als Frau, wie fühlt sich das dann an, wenn das vibriert? Wie Vibrator. Ist das so ein bisschen? Ja, kann man so sagen. Ja? Ja. Wirklich? Das heißt, wenn lang genug ihr meine Musik hört, dann theoretisch könnt ihr auch kommen. Richtig. Ja. Könnte sein. Also ne, nur mit meiner Musik. Verstehst du, Blei? Ich sehe gar nichts. Perfekt. Genau die richtige Höhe, würde ich sagen, oder? Jetzt mach rechts den Stick runter. Halt gedrückt, Junge, aber ey, sonst raste ich aus. Ey, langsam, langsam, Junge, Alter. Ja, ich kack mir gleich die Hose. 200.000 Euro, Junge, in deinen Händen. Ich bin schon mal in CLA gefahren, der ist noch ganz. CLA, mal. Smart, ne? Nicht schlecht schon mal, oder? Jetzt drück mal auf Parking. Jetzt muss der Fuß raus, Faye, komm. Oh. Fuß ist draußen, Spiegel, check. Ich sehe mich, ja. Und jetzt fahren wir los, komm. So? Ja. Junge. Los geht's, komm. Wie fühlt sich das an? Voll gut, voll weich. Jawohl. Ich bin noch nie mit einem Bein draußen gefahren. Ja, Bratan. Herzlich willkommen, Alter. Jetzt bist du auch offizieller Gangster. Jetzt kurz Fuck You zeigen. Sehr gut. Das ist ein Gangster, Junge. Honestly, I don't know who the fuck. Wir fahren einfach 8 km/h. Woo! Weißt du warum? Weil wir müssen uns zeigen, Digga. Wir müssen Dicken machen. Damit alle sehen, wir sitzen in der S-Klasse mit Fuß aus dem Fenster. Gib mal ein bisschen Gas hier. Boah, ich ausraste. Mein Arsch war noch nie so verkrampft wie jetzt. Stopp, 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 stopp. Bremse, Knopf drücken. Ich bin low-key gut. Ich muss schon sagen, ganz ehrlich, Props, muss ich schon sagen. Es lag ja auch nicht an dir, sondern an den Fahrlehrern. Und jetzt hast du den richtigen Fahrlehrer. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Du
grauen Platte, bedeckt von Schatten zu dem CEO auf Platte und Production. Auf Stadt sein Nacken, woher das Geld, wenn der Platte keinen Job hat? Oh, warte mal kurz. Nein, Junge. Du hast gut gelernt, du musst direkt runter. Direkt verstecken, ja? Verstanden? Auf Stadt sein Nacken. Auf Stadt sein Nacken. Super blöd, ja. Selber nicht blöd, wie das hier aufgeht. Screen, First Class, Shopping Tour durch mein Land. Fick. Da darf ich stehen, ja? Jäger, Sammler, Handschuhfach voll Tangas. Auf Stadt sein Nacken. Woher das? Kommen wir zum Furztest. Nein. Ich steck dich gleich wieder zurück in die Motorblatt. Auf Stadt sein Nacken, woher das Geld, wenn der Platten keinen Job hat. Auf Stadt sein Nacken, Business Hartz, vier Platten auf Volltag. Auf Stadt sein Nacken, auf Stadt sein Nacken, auf Stadt sein Nacken. Alle einmal Slavik Junge abonnieren.